Absinnig! Runter! Euch kann man nicht unterscheiden. Rund 25 Bürger verjagen vermeintliche Störenfriede und einen Tross von Journalisten. Dann pirscht sich ein persönlicher Freund Höckes heran, knipst uns und sucht Feindberührung. Das Werk zeigt Wirkung. So was Beklopptes. Nee. Mann. Sind Sie allein mit Ihrer Meinung im Dorf? Oder? Wir, Sie halten alle zu der AfD. Alle. Man muss sich schämen, sowas, wenn man sowas sieht, du. Lass die Familie Höcke in Ruhe, verschwindet hier im Bonan. Früher hatte ich euch mit der Schlinge weggefangen. Ich glaube, ich muss noch was anderes sehen. Ich muss noch Knüppel herholen. Abflug! Ich glaube es! Los, raus jetzt hier! Vorwärts! Raus, komm! Abflug! Verschwinde! Los! Mach dich! Verdammtes Bolschewikenpack! Verdammtes Gesindel! Runter! Bolschewikenpack, verdammtes Gesindel, gab es das nicht schon einmal? Unterstützer des AfD-Politikers Björn Höcke wollen Künstler und Journalisten nicht durchlassen. Verschwinde! Die Tür geht rein! Du gehst nicht hier rein. Nein, Sie fassen den jungen Mann nicht an. Also, Sie fassen den jungen Mann nicht an. Pass mal auf, ja? Also, alles klar? Ganz ruhig. Du feiges Schwein, du. Die stehen komplett vom Haus von Björn Höcke. Haben wir uns verstanden? Ist kein Spiel hier. Ja? Stefan Pelzer, bist du Eskalationsbeauftragter? Ich bin Eskalationsbeauftragter der AfD-Totenkopfstandarte. Guck mal nach im Internet. AfD-Totenkopfstandarte. Und du wirst erschossen, du Sack. Statt dich zu erschießen, du alte Sau. Der Mann, dem das Wort Bolschewikenpack so flott über die Lippen kommt, erklärt, warum man hier ist. Ja, wir stehen ihm bei, sagen wir es mal so. Wir stehen ihm bei. Wobei denn? Mal gucken, was ihr noch so alles vorbereitet habt. Wir haben nichts vorbereitet. Wir sind nur Reporter. Nur Reporter geht schon. Was heißt das? Was meinen Sie damit? Das ist der größte Müll. Warum? Weil es Müll ist. Die sind alle gegen Höcke. Warum sind die gegen Höcke? Das verstehe ich gar nicht. Das ist ein ganz großer Politiker. Inzwischen blockieren AfDler den von der Künstlergruppe gemieteten Hof. Wahrheit muss Wahrheit bleiben. Die Freiheit der Kunst in Bornhagen ist sie in Gefahr. Das Ganze droht zu entarten. Ist das Kunst? Ist das Demokratie? Liebe Freunde, wer so etwas tut, der ist kein Künstler. Wer so etwas tut, ist noch nicht mal ein Krimineller. Wer so etwas tut, ist in meinen Augen ein Terrorist. Und deswegen ist diese Künstlergruppe auch keine Künstlergruppe. Sie ist eine kriminelle Vereinigung, ja, sie ist eine terroristische Vereinigung. Also ich möchte, dass mich doch verbinden, diese Filmerei. Selbst dem angereisten Pfarrer wird der Zutritt verwehrt. Und das am Buß- und Betag. Sie haben keinen Zutritt. Das ist mein Grundstück. Hier haben Sie gar nichts zu sagen. Der blaue Trupp sammelt sich am rechten Straßenrand. Das hat es eine Bürgerwehr schon, ne? Ja, Bürgerwehr würde ich jetzt nicht so sagen. Ich würde sagen, es ist eindeutig ist AfD. Erstattet worden von irgendjemandem? Eine Bürgerwehr sagt ja immer, bürgerliches Klientel, unabhängig von irgendeiner Partei. Aber das ist jetzt hier reine, wirklich AfD-Mitglied. Bolschewikenpack und verdammtes Gesindel war die genaue Wortwahl. Irgendwie kam uns diese Ausdrucksweise bekannt vor. Also haben wir im Archiv gekramt und gefunden, wer Journalisten schon mal so ähnlich angegriffen hat. Es wird auch der bolschewistischen Presse nicht gelingen, die Dinge ins Gegenteil umzulügen.